Alter, das kann man ja noch viel, viel dünner. Viel krass. Ein Unterschied, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin schon hunderte Male am Regal vorbeigelaufen und habe mich gefragt, wie gut ist denn eigentlich diese Betonoptik von Thom? Und ob es sich für dich lohnt und es vielleicht sogar besser ist, nicht auf den Marktführer zu setzen, das siehst du jetzt. Wichtiges Thema vorweg, wenn ihr wissen wollt, wie ihr eine professionelle Wand aufbaut, sodass ihr die Farbtechnik später wieder entfernen könnt, dann schaut unbedingt mal hier auf das Video vorbei. Ich verlinke euch das oben rechts in der Ecke. Da könnt ihr nämlich mit wenigen Handgriffen im Nachhinein die Technik wie eine Tapete abziehen. Die erste Frage, die ich mir bei dem Material gestellt habe, ist, wo wird das denn überhaupt hergestellt? Ihr kennt doch diesen Schokoladentafel-Effekt. Ja, nennt es Chips-Effekt, ja. Also welcher Hersteller steckt denn überhaupt dahinter? Ist das vielleicht sogar ein namhafter? Und hier ist es Ostendorf GmbH. Ja, hier könnt ihr das sehen, Freunde. Hier wird die Farbe von Thom hergestellt. Ja, ist ganz klar, ne? Die Firma Thom, die hat jetzt kein neues Werk aufgemacht, sondern das kommt natürlich von dem Hersteller. Ostendorf sagt mir jetzt persönlich nichts, aber vielleicht kennt ihr ja ein paar Techniken. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mehr dazu wisst. Ja, finde ich umso interessanter, dass da für mich ein wirklich neuer Hersteller dahinter sitzt. Das gibt mir die Hoffnung, dass die Technik anders wird. Ja, kleine Anmerkung am Rande, Freunde. Fläche vorher schön abkleben. Ja, Freunde, bevor die Action hier richtig startet, male ich mir hier noch ein bisschen mit Weiß übers Klebeband. So ist das nämlich, dass die Farbe die Lücke zwischen Wand und Klebeband schließt. Ja, und dann laufen wir auch nicht Gefahr, dass wir später irgendwelche Ausreißer hier im Randbereich haben. Denn dann wäre die ganze Arbeit für den Arsch. Und man braucht sich jetzt auch keine großartigen Gedanken zu machen. Oh, muss ich jetzt, wie lange muss ich denn jetzt warten? Ja, Freunde, das zieht so schnell an. In der Zeit können wir ganz gemütlich uns erstmal um die Farbe kümmern. Jetzt wollen wir uns mal das Zeug hier angucken, ne? Meine Güte. Das ganze Ding ist mittelgrau, reicht für 10 Quadratmeter, ist wasserbasiert, deswegen auch geruchsneutral. Super, alles sonst wie gehabt. Nichts Aufwendiges, nichts Komisches, nichts Spektakuläres. Ja, Freunde, da muss ich jetzt mal ein ungesponsertes Lob aussprechen. Wenn du einen Farbeimer öffnest und der sieht so aus, dass hier am Deckel sich nichts befindet, dann weißt du, das Zeug wurde wirklich gut transportiert und pfleglich behandelt. Wenn du den Deckel öffnest und du siehst überall Schlacke und Zeug von der Farbe, dann weißt du, die Farbe ist nicht ganz so gut transportiert worden. Nachteil bei sowas ist, das trocknet dir schnell ein und die Klumpen fallen dann in die Farbe. Und deswegen ist das wirklich ein Qualitätsaspekt, wenn du den Eimer öffnest und der sieht wirklich so clean aus wie das hier. Dann gucken wir uns den ganzen. Oh ja, ja. Oh, hier, seht ihr das hier? Wenn ihr so ein Zeug durchrührt, schaut, dass der Rührstock sauber ist. Ne? Hier, meiner ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Das ist von der Konsistenz was komplett anderes wie Alpina. Das ist eine richtige Masse, Freunde. Auch extrem geruchsarm. Das schmeckt mir gut. Aber wie spachteln wir das denn überhaupt? Und da gibt es einen kleinen Kritikpunkt. Der richtet sich an das Werkzeug. Das fängt hier am Deckel an. Mit einer Premium-Walze anzufangen, Fließskin, Plusbezug. Das sind alles so schwammige Thematiken, ja? Einfach eine grobflorige Walze, Feierabend. Und dann hier steht Kunststoffspachtel oder eine Kelle. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dieses Material ist für Heimwerker, die das wahrscheinlich noch nie gemacht haben. Und ich finde das immer so schwammig, ja? Premium-Walze mit Fließskin plus Bezug und Kunststoffspachtel oder eine Kelle. Es ist einfach eine normale, langflorige Walze. Kunststoffkelle. Ja, und mit sowas kannst du halt richtig gut arbeiten, ne? Läuft schön spitz zu, kann man schon packen. Das ist dafür gemacht, um zu spachteln. Aber Freunde, wir müssen es einfach mal sehen, wie es ist. Wenn du jetzt als Heimwerker da reingehst oder als Unerfahrener und du fragst, ja, hier, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Was ist denn hier eine Kunststoffspachtel oder Kelle? Was willst du mit einer Spachtel anfangen überhaupt? Ja, dann werden sie dir wahrscheinlich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit hier sowas hier empfehlen. Ja, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, Freunde, verschwendet nicht eure Lebenszeit. Ich packe euch mal sowas in die Videobeschreibung. So, um zu starten, nehme ich mir jetzt hier ein bisschen Material. Sieht jetzt noch nicht so geil aus, weil das muss ich erstmal einarbeiten. Ganz gemächlich, ganz entspannt. Werkzeug muss immer eingearbeitet werden, Freunde. Ja, und was bei dem Material wieder wichtig ist, ihr müsst davon wegkommen, mit Farbe zu arbeiten, weil das ist es nicht. Ja, wenn euch jetzt der Hafer gestochen hat, ja, und ihr fangt an, hier das hier leer zu walzen, dann habt ihr wieder das Problem, dass ihr hier steht und euch einen abmüht und am Ende könnt ihr hier auch nichts mehr spachteln. Und das wäre natürlich nicht gut. Jetzt kann ich
mit meiner Kunststoffkelle hingehen. Ja, es tut mir leid, Turmbaumarkt, dass ich jetzt hier eure Mittelalpine. Sorry, euer Konkurrent ist leider besser. Jetzt fangen wir mal an in der Ecke und ziehen uns das schön, schön glatt im Kreuzgang. Verteilen uns das so ein bisschen. Und dann merkt man wieder, je dicker man aufträgt, umso geiler kann man die ganze Geschichte abziehen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ne, ich habe das Glück, dass ich ja schon mal mit so einer Technik gearbeitet habe und das halt so ein bisschen einschätzen kann, wie viel vorwärts geht. Und wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann tastet euch ganz langsam ran. Ja, fangt mit irgendeiner Ecke an, die nicht so ersichtlich ist und testet es einfach mal. Und wie gesagt, das wird immer alles heißer gekocht, als es gegessen wird. Ja, meiner Meinung nach ist der wichtigste Punkt, dass man hier halt nass in nass arbeitet, hier an den Übergängen und einfach ein bisschen experimentiert. Weil wie gesagt, da kannst du hier echt wenig falsch machen. Wieder nass in nass, wieder ein bisschen in die Fläche reingehen, Material auf die Walze und gib ihm. Stunden später und der ganze Spaß sieht so aus. Leider gab es gestern mit dem Mikrofon ein kleines Problem. Deswegen muss ich noch einen kleinen Nachtrag liefern. Als ich gestern mit dem Auftrag fertig war, habe ich sofort das Klebeband entfernt. Denn hätte ich das heute gemacht, dann würden uns die ganzen Ränder ausreißen. Ja? Und wenn die Technik noch feucht ist und ziehst es dann ab, hast du extrem scharfe Farbkanten. Auch noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr fertig seid mit der Technik, wascht euch das Zeug aus. Denn dann habt ihr auch wieder am nächsten Tag sauberes Equipment und könnt problemlos loslegen. Ja, und jetzt, wo es trocken ist, kommen wir auch zum letzten Schritt und das ist das Finish. Und wer hätte das gedacht? Wir brauchen wieder dasselbe Werkzeug wie gestern. Mhm. Ich muss jetzt gerade wieder an Alpina denken, denn da war das eine Art Lasur. Hier, boah, ist das ja fast so wie gestern, ey. So, jetzt gehe ich erstmal wieder mit meinem sauberen Rüststock rein. Der Stock steht. Ey, Alter, guckt euch das mal an. Was das für eine Konsistenz hat. Heftig. Ohne Mist, bei Alpina ist es einfach nur so eine übelst dünnflüssige Lasur gewesen, das Finish. Krass, ey, ich bin wirklich geflasht von der Konsistenz. Ja, ich muss mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen rantasten erst einmal, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie das Abziehen gleich funktioniert. Ja, der eigentliche Sinn und Zweck ist jetzt, es aufzuziehen und dann wirklich mit Kraft und auch im Kreuzgang zu verschlichten. Oh, das kann man sogar noch... Alter, das kann man ja noch viel, viel dünner aufziehen, krass. Boah, ich habe es schon vom Material, von der Materialstärke übertrieben. Weil man muss es ja wirklich, guck mal, boah, ist das geil. Genau, Freunde, hier geht man jetzt richtig mit Kraft vorwärts. Ich muss jetzt hier erst noch mal ein bisschen Material wegnehmen, weil ich hier echt viel zu viel genommen habe. Ja, Freunde, ich muss mich gerade richtig hart ranhalten, weil ich nie damit gerechnet habe, dass ich jetzt doch so viel Material aufgezogen habe, dass es schon lange reicht, ne? Aber gar nicht schlimm. Ja, Freunde, wir gehen jetzt noch mal hier oben gemeinsam an den Auftrag. Den einzigen Fehler, den ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe zu viel Material aufgetragen. Das hätte lang nicht so viel sein müssen. Und jetzt, wie gehabt, ja, seht ihr das? Das reicht vom Auftrag dicke. Schön hier oben rein. Ja, Freunde, wie ihr gemerkt habt, ey, bei mir war jetzt gerade volle Konzentration und ich bin auch richtig heftig am Abölen, weil ich mit Druck richtig verpresst habe und die Oberfläche, wow. Was soll ich sagen? Verarbeitung tipptopp. Also von der Oberflächenbeschaffenheit und von der Haptik ist die Tomoptik auf jeden Fall um Längen voraus.
Die Verarbeitung, man merkt es, das Material ist richtig schön dick. Du kannst es gut verarbeiten, du kannst es gut spachteln. Basis wie Finish. Ist die Alpina Basis ähnlich? Das Finish viel, 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 viel flüssiger. Also hier kannst du wesentlich besser mit arbeiten, hast weniger Probleme mit Ansätzen. Das Einzige, wo Alpina ein bisschen besser ist, ist das Marketing. Und du hast das Material in einem schönen Set. Also du hast da schön die Basis drin, Finish, du hast dein Werkzeug, ne? Tipptopp. Ich fand den Test mega geil. Wie fandest du ihn? Schreib gerne mal in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du es gerne tun, kostenlos, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ganz wichtig, genau, Glocke aktivieren und Daumen nach oben, Freunde. Support ist kein Mord. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.